Hallo meine Lieben, ich habe heute eine Rezension für euch und wie ihr hört, ich bin noch ein bisschen heiser etwas. Und ja, deswegen kam am Montag auch kein Video online. Genau, ich habe heute ein Rezensionsbuch, was ich euch vorstellen möchte, und zwar Die Liebe tanzt barfuß am Strand von Gabriele Engelmann. Das Ganze hat 309 Seiten und hier geht es um Lina. Und Lina lebt im Lütebi in so einem Giebelhäuschen mit ihrer Großmutter Henriette. Und ja, und Lina arbeitet halt auch als Tourismus. In der Tourismusbranche und ja, ist dann dafür zuständig, halt Veranstaltungen zu planen oder Touren und durch die Stadt Lüttebi und so das Ganze. Und gleichzeitig erfahren wir halt auch so Sachen wie, dass Lina sozusagen bei ihrer Großmutter aufgewachsen ist, da sie nur ihre Großmutter kennt, da ihre Mutter sie ja, verlassen hat. Spurlos ist sie damals verschwunden und die Großmutter hat Lina damals großgezogen. Und ja, und seitdem sind sie ja ein Herz und eine Seele. Und ja, dann ist es halt so, dass halt auch, ich habe gerade gesehen, ich habe da einen schwarzen Punkt. Ja. Dann ist halt so, dass halt auch noch ein neuer Boss sozusagen nach Lüttebi kommt, um halt dieses Büro zu führen, da der Vorgänger kommt aus Lüttebi und der hat aber einen Unfall, hat sich dabei den Arm, was glaube ich, gebrochen oder das Bein. Also er liegt auf jeden Fall im Krankenhaus und ja, und versucht natürlich gesund zu werden. Und dann kommt halt sozusagen die Vertretung und die ist nicht aus Lüttebi und deswegen kennt sie sich auch nicht so wirklich mit den Gebräuchen von Lüttebi aus, weil Lüttebi ist wie so eine kleine Gemeinschaft, kann man sich das vorstellen, so ein bisschen wie Providence von Gilmore Girls und jeder kennt jeden und jeder hilft auch jeden und ja. Und deswegen gibt es auch nicht wirklich so Geheimnisse und so, weil es immer gleich jeder erfährt. Und ja, bei Lina ist es halt so, dass ihr damaliger Verlobter sie sozusagen sitzen lassen hat. Und ja, und seitdem ist sie halt Single. Und dann auf einmal taucht dieser Chef auf. Und Lina ist natürlich hin und weg. Und ja. Dann gibt es natürlich noch das Gerücht, weil der Chef ja aus dem Nachbarort kommt, Krodersum. Und ja, und da gibt es natürlich eine Legende, dass sich Leute, die aus Lüttebi und Leute, die aus Krodersum begegnen und lieben lernen, dass das halt nie eine, na, wie sagt man, wunderschöne Beziehung wird, weil halt ja ein Fluch sozusagen drauf lastet und ja, gemeinsam wollen sie natürlich dann halt auch so ein bisschen wie so eine Art Blog, so ein Tourismusblog über Lüttebi führen und wo man dann halt auch verschiedene Einträge reinkommt, wie zum Beispiel so verschiedene Legenden, die Geschichte und so und ja. Und wir lernen natürlich auch Linas Freundinnen kennen und Freunde. Und also ich habe mich da wirklich richtig wohl gefühlt. Und natürlich macht das Ganze nochmal spannend, weil man nicht so wirklich weiß, wer ist Linas Mutter. Und es gibt natürlich auch verschiedene Hinweise, die wir halt bekommen. Und ja, und wir sind sozusagen mit Lina auf der Spur, was diese Hinweise von ihrer Mutter zu bedeuten haben und natürlich dann auch das Geheimnis und Lüttebi und Krodersum, die Legende und dann noch der alte Leuchtturm. Und also es sind wirklich so viele Sachen, die wir halt auch erfahren und beziehungsweise halt, wo wir uns gerade auf die Suche machen. Da ist ein
ein Anfang einer Reihe ist, endet es natürlich sehr, sehr fies und gemein. Und wir haben gerade so was Erstaunliches erfahren über bestimmte Leute. Und dann ist auf einmal der erste Band zu Ende. Und ja, aber es kommt natürlich, ich glaube, im Mai schon kommt der zweite Band. Der wird dann heißen, Das Glück kommt in Wellen. Und ja, da bin ich nämlich auch schon sehr gespannt drauf und freue mich dann, wie es weitergeht mit Lina. Und ich fand natürlich diesen Papageien, fand ich, oder was? Es war auf jeden Fall ein Vogel. Ein Vogel, der ständig irgendwo bei den Leuten auf den Schultern sitzt, aber der jemand gehört. Und, oder, nee, das war der Rabe, genau, das war ein Rabe. Was mich nämlich wieder so ein bisschen an Rubinrot erinnert hat mit den Raben. Und das ist ein Rabe, Abraxas, der natürlich sehr zutraulich ist und der halt auch einfach mal bei Lina ans Fenster klopft und in die Wohnung reinkommt und ja, wie so eine Art Rundgang macht und sich halt wohlfühlt. Und ja, und ja, Abraxas sitzt halt gerne bei jemandem auf der Schulter und fühlt sich da wohl und fand ich auch mega süß gemacht. Und was ich auch toll fand, war die ne, Kapitel. Wenn ein neues Kapitel anfängt, ist wie so eine Art Glückssprüchchen von so einem Glückskalender. Und ja, und ein längeres Zitat meistens oder halt ein kürzeres, kommt immer drauf an. Aber das ist sozusagen die Kapitel, das Anfang von einem neuen Kapitel ist das immer so gestaltet, was ich sehr toll fand. Und ich habe mich in Lüttebi wirklich richtig wohl gefühlt. Und ja, man hat dann halt auch wirklich so Nordsee-Feeling und wird auch die Landschaft schön beschrieben. Also man fühlt sich wirklich wohl. Und es ist, man fühlt sich so, wenn man das liest, vom Schreibstil her, wie als wäre man eine Freundin von Lina und begleitet sie sozusagen auf ihre Reise. Und ja, was sie halt gerade alles so erlebt und durchmacht und die Umstellung mit dem neuen Chef, den sie dann natürlich auch noch toll findet und dann kommt raus, dass er aus dem Nachbarort ist und ja. Und dann die Story mit der Legende und hat mir auf jeden Fall wirklich richtig gut gefallen. Abraxas finde ich natürlich richtig mega süß und ich freue mich schon riesig auf den zweiten Band. Ich verlinke euch auch unten nochmal in der Infobox das Büchlein. Da könnt ihr euch auch noch mal in Ruhe den Klappentext durchlesen und ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss!